Nikolai never quits. Ach, das ist wieder der Nikolai. Der schöne Russ. Oder Pole. Oder was auch immer. Go away. Ja, go away. Nee, ich fahr nicht weg. Aber wie er es gewusst hat, dass ich rübergezogen habe, das finde ich auch immer lustig irgendwie. Ich will den nämlich gar nicht erst nach vorne lassen. Ja, das war's dann wohl. Ich will den erst gar nicht nach vorne lassen. Und dann zieht er schön weg, ne? Ach, siehst du, ich habe vergessen, die Tuning-Teile bei mir einzubauen wieder. So, das ist allerdings nicht mein Lieblingsrennen. Zuschauer, sagt man da besser. Meine Videos wissen, was da hier mein Lieblingsrennen sind. So, frisst erstmal das EMP. Es liegt aber daran, dass ich das einfach schon so oft gefahren bin und es so langsam ja im Schlaf kann. So, aber nein, das ist es diesmal nicht. Diesmal fahren wir auch hier mal unten lang. Mal ein bisschen was Neues ausprobieren, ne? Aber ich wollte ihm gerade ein EMP pressen, da kam mir aber die Kurve zuvor. So, gleich nehmen wir hier wieder die schöne Abkürzung. So, die war aber ein bisschen fail genommen. Auf jeden Fall nimmt er sie nicht. Das ist doch schon mal wieder ziemlich gut. Was heißt ziemlich? Sehr gut. Ziemlich gut wäre, wenn ich das so auf Anhieb jetzt hier so schön gewinnen könnte. Da hätte ich auch die Abkürzung einfach nur geradeaus weiterfahren können. Aber wir sind ja heute nicht so sehr im Stress. Wir haben ja einen schönen Vorsprung. So. Was könnte man jetzt noch so sagen? Ah, dass ich erstmal ein Auto gecrashed habe. Na gut, wenn er jetzt kommt, presse ich ihm eine EMP. Aber er kommt gar nicht so richtig. Ah, trotzdem presse ich ihm ein EMP. Weil mir auch noch so viele Nitros. Boah, der Bus hat mir gerade schön die Einfahrt versaut. Ah, ich weiß, jetzt kommt gleich das Ziel. Ich kenne diesen Kurs doch. Oder? Nee, ich bin mir nicht ganz so sicher. Nee. Ach du Scheiße. Der war auch ein bisschen fail, die Kurve. Weil da auch so eine Säule stand, die man nicht umfahren kann. Ah doch, hier ist das Ziel. Gut, ihn hat es nochmal schön gelegt. So. Genau, let's do this. Boah. Egal, trotzdem gewonnen. Ja, was ich auch noch sagen wollte, einer hat mich gefragt, wie man R8 kriegt. Puh, da bin ich auch überfragt. Ich habe das noch nie gemacht. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst. Wenn ihr es wisst, denn ja, da kann man doch Usern helfen, Usern. Auch wenn ich natürlich auch als Let's Player ein ganz normaler User bin. Ja. Aber schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, wie man einen R8 hier kriegt. Ja, genau, er hält zu mir. So, ich versuche den direkt mal wieder hier ein bisschen so. Arschloch. Ich wollte den eigentlich gerade. Ja, sehr schön. Da ist er schön in den Pulk von Gegenverkehr reingefahren. Ich wollte eigentlich davor sagen, dass ich ihn ein bisschen eindämmen wollte direkt zum Anfang. Aber das hat er ja dann selber getan. Tja, das Rennen bin ich meine ich auch schon mal öfters mal gefahren hier. Obwohl, nee, das ist was anderes jetzt. Ich glaube, der fährt dann diese Abkürzung da durch. So. Ja, genau, habe ich ja gesagt. Der fährt die Abkürzung da durch. So, da muss man auch direkt mal wieder ein bisschen Anschluss finden. Ja, ihn hat's gecrashed, alles klar. Habe ich gerade nochmal ein EMP so auf gut Glück rausgehauen. Ich glaube, ihn hat's nicht erwischt. Aber naja, gut. So, hier setzen wir auch nochmal einen kleinen Nitro ein. Boah, der fette Truck. Ah, ich muss hier weiterfahren. So.
Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Concentration hier auf der Autobahn. Das ist nämlich nicht immer so einfach. So, aber hier muss ich ab. So, aber ging eigentlich ziemlich perfekt und reibungslos. So, das Ziel könnte auch schon langsam mal wieder kommen. Ja, ich denke, es kommt auch so gleich in den nächsten... In der nächsten Minute, da war gerade Kopf. Ich habe nur den Kopf-Indikator ausschlagen hören. So, ich denke, die Abkürzung werden wir jetzt mal fahren, weil ich gerade so schön drin bin. Ja, ich würde mal sagen, ziemlich perfekt. Und ach ja, das war wie eben nur umgekehrt. Da bin ich jetzt extra vom Gas gegangen. So, die Abkürzung fährt er. Oh, ja, er fährt sie. So. So, Leute, entschuldigt mich kurz. Es gab hier gerade eine kleine Unterbrechung. Und diese Unterbrechung habe ich auch direkt genutzt, mir einen Schluck Wasser einzuschenken. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Der Lamborghini hängt mir im Arsch. So war das doch. Und jetzt kommt genau das Ziel. Na gut, sollte eigentlich passen. Senden wir nochmal Nitro. Das heißt senden. Benutzen wir nochmal ein Nitro. Und nochmal einen ins Ziel. Und da sind wir doch durch. Da habe ich leider mein Signature-Ziel nicht mehr hingekriegt. Jetzt brauchen wir noch einen, ne? Ich bin Held. Einen neuen Rang. Jawohl, sehr schön. Nächster Einsatz. Ja. So, der letzte dann. So, ich denke, jetzt wird nochmal mein Lieblingsrennen kommen, oder? Ja. Mulhot, glaube ich, heißt das, oder so. Aber gut, mein Lieblingsrennen. Außer er kommt mit einem Motorrad, sonst kann er mich hier eigentlich nicht so schlagen. So, ich muss noch mal gucken, dass ich die Abkürzungen auf die Reihe kriege. Weil die sind hier schon ziemlich wichtig. So, hier ist die eine gewesen. So, aber ich habe sie so gar und gar nicht erwischt. So, sind wir aber wieder schön vorne. Und ja, jetzt könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr... So, ja... ein bisschen mehr quatschen, aber mir fällt leider nichts ein. Wow, Alter. Ach ja, genau. Was? Jetzt fällt mir wieder was ein. Wie findet ihr eigentlich die meine Videobeschreibung? Ich habe das da schon mal unter irgendeinem Video postet, glaube ich. Oder ich habe es schon mal in einem Video erwähnt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, boah, shit. Mich würde es mal interessieren, ob ihr die überbläst, weil da fasse ich immer was zusammen, so kleine Texte schreibe ich da auch immer hin, weil Leute mir gesagt haben, ja, immer die gleiche scheiß Videobeschreibung hier, 70. Part von meinem Let's Play Midnight Club LA. Da habe ich das einfach mal ein bisschen umgeändert und mache das gestaltete jetzt auch abwechslungsreicher. Gut, ich setze mich da jetzt keine halbe Stunde hin und schreibe Texte, aber so 5-6 Minuten nimmt das meistens dann schon in Anspruch. Und ja, da wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr das so, ja, ob ihr die überbläst. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, ob ich immer so Videofragen stellen soll. So, keine Ahnung, in so einer Aufnahmesession mal eine Frage an euch und da antwortet ihr einfach in den Kommentaren. Ich weiß nicht, so wie zum Beispiel jetzt auch wie mit dem Auto, mit dem Audi R8. Oder auch irgendwie allgemeine so Fragen wie, was habt ihr für Hobbys? Neben dem PlayStation Computerspiel natürlich. Irgendwie, was betreibt ihr für einen Sport oder so? Oder habt ihr Haustiere? Solche Sachen halt einfach. Nur ich bezweifle, dass es dann die Aktivität so da gibt, weil ich habe so im Schnitt unter neueren Videos so. Oh fuck, war ein bisschen zu weit.
unter neuen Videos immer so im Schnitt nach so 2-3 Tagen 4-5 Kommis. Und das wären ja... Oh Gott, nee. Das sind ja eigentlich nicht so viele, ne? Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich diese Rundenzeiten ja immer über 3 Minuten gefahren bin am Anfang. Jetzt fahre ich sie schon unter 3 Minuten. Das kann natürlich am fahrerischen Können sowohl als auch am Auto Können liegen. So, ich fahre hieß mal hier oben um. Komisch, er auch. Eben ist er, glaube ich, rum mit mir gefahren. Jetzt fährt er hier auch oben rum. Na gut, was soll's mich kümmern, wenn ich eh vorne liege? Dann ist sowieso alles in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier mal besser hinkriegen. Ja, kriegen wir ja auch diesmal ein bisschen besser hin. So. Boah, da hebelst mein Auto wieder schön aus. Und jetzt haben wir ja schon wieder einen beruhigenden Vorsprung. So, hier wieder schön durch die Fenster schreiben. Ja, also schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also schreibt in die Kommentare, ob wir so, ob ich so Videofragen stellen muss. Was heißt muss, stellen soll. So, hier den Bergauf benutze ich immer Nitro, empfehle ich auch jedem. Immer auch in Need for Speed oder egal in welchem Spiel, bergauf Nitro zu setzen ist immer eine gute Wahl. So, ja, und was ich auch noch so zu meiner Zukunft sagen soll, wie gesagt, so von Projekten her, nächster Zeit wird Driver San Francisco kommen, was ich auch denke ich noch in den Weihnachtsferien anfangen werde. Wahrscheinlich werde ich das schon angefangen haben, obwohl ich das diesen Part dann hochlade. Wieso bin ich hier so behindert gefahren? Ja, egal. Stimmt, ich kann gar nicht anders fahren. Ja, und danach, also ich würde ja mal gerne was Neues LPen. Und Leute, da muss ich sagen, da ist ziemlich wenig los auf dem Rennspielmarkt zurzeit. Vielleicht kommt ein neues Burnout. Ich weiß nicht, ich habe mich da noch nie so mit auseinandergesetzt. Weil, Leute, irgendwie will man ja auch mehr Abonnenten kriegen, ne? Also jetzt nicht, als wäre ich so voll abonnentengeil und so. Dafür müsste ich viel aktiver sein. Aber ich hänge jetzt schon irgendwie seit einer Woche so bei knapp 330, 340. Dazwischen hänge ich dann. Und wenn ich dann andere sehe, wie zum Beispiel RioCut LP, ich denke, den kennen viele von euch, der es dann schafft, in 3 Monaten irgendwie 700 Abonnenten zu kriegen. Gut, das ist natürlich auch, weil er auch Connections gehabt hat zu anderen Let's Playern, die schon weit mehr als 1000 haben, 1000 Abonnenten. Aber gut, da fragt man sich dann halt auch selber, was mache ich falsch? Ich weiß ja, dass bei den meisten Leuten meine Videos eigentlich gut ankommen. So, jetzt hatten wir das auf jeden Fall mal geschafft. Wir stehen jetzt bei 203.000.